Bei mir war es so, dass ich mit 14 Jahren anscheinend einfach in die Küche runtergekommen bin zu meinen Eltern und gesagt habe, dass ich jetzt Koch werden will. Also meine Oma hat immer sehr gut gekocht, meine Mutter hat früher daheim eigenes Gemüse angebaut. Das war schon fester Bestandteil, auch von uns zu Hause. Dadurch ist irgendwie so eine Begeisterung entstanden und ja, mit 14 habe ich die Entscheidung getroffen, für mich selbst, dass ich Koch werden will. Habe das dann auch so meinen Eltern erzählt, die waren nicht so begeistert, muss man dazu sagen. Die waren so ein bisschen abgeschreckt, haben dann gesagt, jetzt gehst du erstmal ins Hotel, arbeitest du die ganzen Sommerferien durch und wenn du das durchhältst, dann darfst du deine Ausbildung 2 Jahre später anfangen und so ist es gekommen. Mein Name ist Niklas Nussbaumer, ich bin hier der leitende Küchenchef im Boutique Hotel Mühleschlusssee. Mein Küchenstil beruht auf der klassisch-französischen Küche. Dabei legen wir besonders Wert auf Produkte, wobei wir Wert aufs Weglassen legen. Also wir versuchen relativ reduziert zu kochen. Wir sind ein ganz junges, ganz kleines Küchenteam. Und um die Qualität, die wir uns selber als Ansporn setzen, zu schaffen, machen wir uns über jedes Produkt oder jede Zubereitungsart und jede Komponente, die auf dem Teller liegt, extrem viele Gedanken, ob das Gericht verbessert. Ich bin ein sehr optisch geprägter Mensch, also ich denke sehr, also ich sehe sehr viel visuell. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich versuche, auf dem Teller irgendwie ein Bild zu kreieren, das dann so aussieht wie irgendwas anderes. Aber ich denke schon, wie könnte man Sachen zusammenbauen, wie passen vielleicht Farben ein bisschen zueinander oder auch Formen. Also meistens ergibt sich ja aus, ich sage jetzt mal, ein Teller, der schön aussieht. Schmeckt ja auch meistens gut, weil die Proportionen zueinander passen. Die Ideen für meine Gerichte sind unterschiedlich. Also auch die Herangehensweise, wie Gerichte entstehen, ist immer völlig unterschiedlich. Manchmal ist es einfach da. Wacht man morgens auf oder beim Sport hat man auf einmal die Idee und das Gericht kocht man einmal Probe und es funktioniert perfekt. Bei anderen Gerichten macht man sich wochenlang Gedanken, schreibt sich Mindmaps und Listen mit Produkten, die zusammenpassen und Zubereitungen, die man extrem gut findet, kommt einfach auf keinen grünen Zweig. Da gibt es kein Dogma, dem ich verfolge, dass ich sage, so und so ist es, komme ich zum Ziel, sondern das ist sehr individuell und auch ein sehr emotionaler Prozess, der auch manchmal einfach gar nicht funktioniert.